Es war die längste Entführung in der deutschen Schifffahrtsgeschichte und ein grausiger Albtraum 2010 für die Besatzung vor dem Horn von Afrika. Doch ab heute steht einer der mutmaßlichen Piraten wegen des fast achtmonatigen Geiseldramas in Osnabrück vor Gericht. Er wollte unter falschem Namen ausgerechnet in Deutschland Asyl beantragen. Oliver Deuker mit den Einzelheiten. Bewaffnet mit Maschinengewehren und Panzerfäusten greifen die Seeräuber den Tanker Marie der Margarete an. Es ist der 8. Mai 2010, als die Piraten vor der Küste Omans den Tanker entern, mit ihm vor die somalische Küste dümpeln. Der Beginn einer 8 Monate dauernden, brutalen Geiselnahme. Da gab es dann letztendlich Scheinhinrichtungen. Der Maschinist wurde über mehrere Stunden in einen Kälteraum eingeschlossen. Die Personen wurden an Stühlen, an Gegenständen gefesselt. Einer der mutmaßlichen Piraten steht heute vor Gericht, als der 44-jährige Asyl in Deutschland beantragt werden, seine Fingerabdrücke erkannt, die er auf dem gekaperten Schiff hinterließ. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens haben mehrere Besatzungsmitglieder den Angeklagten als die Person wiedererkannt, die auf dem Schiff das Kommando geführt haben will. Der Angeklagte soll dort mit einer Maschinenpistole bewaffnet gewesen sein. Der Anwalt des mutmaßlichen Täters bezweifelt dessen Führungsrolle, sieht keine überzeugenden Beweise. Wir werden uns darauf zurückziehen, dass bei der Beweislage die Ermittlungsbehörden dann mal versuchen sollen, irgendwas so unter Beweis stellen zu können, dass ein Gericht das als Grundlage für eine Verurteilung nimmt. Laut LKA Niedersachsen erpressen die Geiselgangster 4,8 Millionen Euro. Von den 22 entführten Männern fahren die wenigsten wieder zur See. Zu tief sitzt die Angst vor dem Erlebten.